und herzlich willkommen zur nächsten Session hier auf der Wayjax in München. Henning kann leider nicht hier sein vor Ort, deswegen haben wir ihn remote zugeschaltet. Wenn es also Fragen hier im Raum gibt, muss ich kurz vorbeikommen und dann könnt ihr die ins Mikro sprechen, damit der Henning euch hört. Einfach melden, gerne auch während des Talks. Wenn es Fragen auf Swapcard gibt, einfach in den Chat reinschreiben und dann werden wir die auch da beantworten. Das ist alles von mir. Henning, die Bühne gehört dir. Super, Nils, vielen Dank und herzlich willkommen hier zu meinem Vortrag State of Domain-Driven Design. Genau, und Nils, wie du es gesagt hast, ich freue mich über Fragen, sowohl an den Bildschirmen zu Hause als auch vor Ort in München. Also insofern scheut euch nicht, da eure Fragen, eure Anmerkungen loszuschießen. Dann macht es am meisten Spaß, wenn wir eine gewisse Interaktivität drin haben. Ja, Domain-Driven Design soll unser Thema sein. Erstmal guten Morgen. Naja, Mahlzeit muss man jetzt wohl sagen. Ich denke, wir können das Ganze hier auf Deutsch machen. Domain-Driven Design oder wie wir im Internet sagen, Hashtag DD-Design oder für die Älteren unter uns der typische Tippfehler, den wir in dem Bereich finden, ist das Domian-Driven Design. Okay. Mit wem verbringt ihr die nächste Stunde, die nächsten 60 Minuten? Mein Name ist Henning Schwendner. Ich habe gerade das perfekte Alter erreicht, wie ihr hier sehen könnt, 42 Jahre alt bin ich. Die Antwort auf alle Fragen, jetzt geht es wahrscheinlich nur noch bergab. Mal schauen. Ich habe einen Hintergrund als Informatiker, ich bin stolzer Vater und ich arbeite als Coder, Coach und Consultant. Das heißt, wenn ich Glück habe, dann kriege ich die Hand an die Tastatur und darf programmieren. Aber die Tagessätze, wisst ihr, gehen hier nach rechts, nach oben. Deswegen mache ich viel das, was ich mit euch heute auch mache. Ich stehe vor Leuten und erzähle denen, wie es richtig geht mit Softwareentwicklung, mit Softwarearchitektur. Einerseits in Trainings als Coach, andererseits arbeite ich mit den Teams in ihrer Software, typischerweise in monolithischer Legacy-Software, die dann modularisiert werden soll, zerlegt werden soll. Und was mir als technischen Menschen da viel Spaß macht, ist, dass es ja möglich ist, in quasi jeder Programmiersprache Monolithen zu bauen. Kann man hier sehen, Java hier auf der Ajax ist dafür gut geeignet. Aber C-Sharp und PHP eignen sich ähnlich gut. Und ganz besonders wichtig ist natürlich COBOL. Das ist die Sprache, mit der es am besten geht. Also Coder, Coach, Consultant. Außerdem bin ich Autor und Übersetzer seit kurzem. Also in der DDD-Community könnte man mich kennen. Einerseits für dieses Buch, Domain Storytelling. Ist gerade vor 3 Wochen rausgekommen. Und zum anderen bin ich der deutsche Übersetzer von dem Buch hier, Domain Driven Design. Ich arbeite für eine Firma, die heißt DPS oder Workplace Solutions. Wir sind die mit dem Touchtisch. Und ja, warum reden wir heute über Domain-Driven Design? Und nicht nur ich bin ja nicht der Einzige, der auf dieser Konferenz über DDD redet. Viele Talks haben das im Titel. Andere Talks, die das nicht im Titel haben, reden trotzdem drüber. Wenn wir über Microservices reden, haben wir das auch viel. Warum ist das Thema so wichtig? Naja, weil es uns nochmal klar macht, worum es eigentlich geht. Es fokussiert uns nämlich auf den wichtigen Menschen und der wichtige Mensch bei Software ist der Anwender der Software. Die Software, die existiert nicht im luftleeren Raum, sondern die existiert für einen Grund und das ist eben, dass dem Anwender die Arbeit, das Leben einfacher gemacht werden soll. Ja, und dabei hilft uns Domain-Driven Design und ihr seht, DDD hier in der Mitte steht auf verschiedenen Säulen, die wir uns heute in den nächsten 60 Minuten angucken wollen, damit wir eine Vorstellung haben, was dieses ganze DDD-Zeug denn eigentlich ganz konkret bedeutet. Ja, hier DDD, also Strategic Design ist ein wichtiges Thema, Collaborative Modeling, Modeling and Code. Und dann so das ganze überspannende Prinzip, das Overarching Principle ist die Ubiquitous Language. Diese Worte, die klingen jetzt erstmal komisch und vielleicht auch ein bisschen angsteinflößend. Deswegen möchte ich euch gerne erstmal eine konkrete Geschichte erzählen, eine konkrete Domäne euch zeigen und an dieser konkreten Domäne dann ganz genau angucken, was diese verschiedenen merkwürdigen Worte denn bedeuten. Und dann werden wir sehen, die müssen gar keine Angst uns einflößen und die haben ganz konkrete, praxisrelevante Anwendungen. Ja, und weil ich aus Hamburg komme, ist es eine Geschichte aus der Seefahrt und Seefahrt ist heute Containerschifffahrt
Und dieser Container, den wir hier gesehen haben, der wird auf dieses Schiff geladen, die CMA-CGM Magellan, und die fährt von Asien nach Europa, hier aus Shanghai zu uns nach Hamburg. Und dieses Schiff fährt problemlos um den halben Globus durch das südchinesische Meer, den Indischen Ozean. Lasst uns annehmen, der Suezkanal ist gerade frei, Mittelmeer, Golf von Biskaya, und kommt dann irgendwann an in der Nordsee. Ja, und wer in Geografie aufgepasst hat, der weiß, das Schiff wird dann auf ein Problem laufen. Nämlich das Problem, dass Hamburg nicht an der Nordsee liegt, dass Hamburg überhaupt nicht an der See liegt, sondern dass Hamburg an einem Fluss liegt und man diesen Fluss erstmal hochfahren muss, nämlich die Elbe. Wenn die Elbe hochfährt, dann kommt man da an, was man hier von oben sieht, der Hamburger Hafen. Ja, der Hamburger Hafen, wer schon mal in der Stadt hier gewesen ist, hier sieht man die Landungsbrücken und da ist die Reeperbahn. Ja, die kennt man auch, wenn man noch nie in Hamburg war. So, was man jetzt sieht, wenn man von oben drauf schaut auf den Hafen hier, wie wir das hier machen, ist, dass der Hafen zwei Probleme hat, dass dieser Fluss uns zwei Probleme aufwirft. Einerseits ist der Fluss nämlich vergleichsweise schmal, verglichen mit dem offenen Meer, und zum anderen ist der Fluss flach, deutlich flacher als die offene See. Und ja, das ist blöd, denn wir müssen ein ganz schön langes Stück hier die Elbe hochschippern, ungefähr 100 Kilometer von der Nordsee durch die Flussmündung bis in den Hafen von Hamburg. Und das wirft natürlich die Frage auf, wie soll das klappen? Und erstmal denkt man vielleicht, boah, keine Ahnung, gar nicht kann das klappen. Und naja, man macht sich da Gedanken, man hat sich Gedanken gemacht, man hat sich Mühe und man hat tatsächlich in Hamburg eine eigene Behörde, die sich um genau solche Dinge kriegt. Alles kümmert, was mit dem Hafen zu tun hat, um auch eben hier Schiffe in den Hafen einzukriegen. Und diese Behörde heißt HPA oder Hamburg Port Authority. Und diese Port Authority, die macht jetzt Folgendes. Hier in der Nautischen Zentrale, einem Teil von der Port Authority, da werden jetzt die Manöver für das Einlaufen und das Auslaufen der Schiffe, bevor sie im richtigen Leben ausgeführt werden, erstmal simuliert. Also wir simulieren erstmal ein Manöver, bevor wir es im richtigen Leben ausführen. Simulation, ja, klingt aufwendig. Traditionell wird die Simulation mit diesem Ding hier gemacht, einem großen Stück Papier. Ein großes Stück Papier, ein sogenannter Peilplan. Und ihr seht, in der Mitte von dem Peilplan sind lauter bunte Dinge. Das ist der Flussverlauf und dann sieht man hier am Ufer die Gebäude, die Leuchttürme und dergleichen. Wenn wir näher reinzoomen, dann sehen wir, dass das Bunte, was da rumsteht, lauter Zahlen sind, sogenannte Tiefenzahlen. Hier haben wir also eine Tiefe von 11,5 Meter von der Wasseroberfläche bis zum Grund des Flusses. Und ihr seht hier, daneben haben wir auch 11,5, hier haben wir 11,4, da ändert sich die Farbe. Außerdem sehen wir hier so Linien, das sind Tiefenlinien, die sind immer bei vollen Metern. Ja, das ist ein super Werkzeug, um jetzt ein Manöver zu simulieren und eine Route zu finden, die ein Schiff nehmen kann, wenn es in den Hafen kommt. Und darum geht es uns immer, eine Route finden, um in den Hafen zu kommen. Hier in der Mitte kann also ein Schiff, das 10 Meter Tiefgang hat, zum Beispiel sehr schön durchfahren. Hier wird es schwierig, da kommen wir mit 10 Metern nicht lang, also muss die Route hier irgendwo sein. Das Wichtige ist also, immer eine Route zu finden. Ja, diese Manöversimulation, die funktioniert sehr gut, wenn man aktuelle Zahlen hat. Damit die Zahlen aktuell sind, gibt es eine spezielle Infrastruktur, gibt es spezielle Schiffe, die seht ihr hier, ein sogenanntes Peilschiff. Peilschiff hat den schönen Namen Depenschriever 2 hier. Depenschriever heißt auf Hochdeutsch Tiefenschreiber. Und das ist ein guter Name für das, was die machen, nämlich die Tiefe schreiben. Also die fahren durch den Hafen, noten per Echolot die Tiefe, messen per Echolot die Tiefe und schreiben sie dann auf. Und am Ende des Tages, wenn sie fertig sind, dann funken sie ihre gemessenen Daten in das Hauptquartier, in die Kartografie. Und ja, in der Kartografie von der Port Authority, da wird dann der Peilplan erstellt. Und dazu werden diese Tiefenzahlen genommen, durch den Wolf gedreht, die Farben berechnet, die Tiefenlinien berechnet und so weiter. Und schließlich der Peilplan gezeichnet. Der kommt dann in einen Kartenschrank. Weil der Hafen so groß ist, brauchen wir viele Peilpläne, nicht nur einen.
Und wenn jetzt ein Schiff ankommt, ein Containerschiff ankommt in der Elbmündung und uns anfunkt in der nautischen Zentrale und sagt, hey, ich möchte in den Hafen kommen, gib mir doch mal bitte eine Route. Dann geht dann der Nautiker her zu seinem Kartenschrank, holt den entsprechenden Peilplan raus, legt ihn auf seinen Kartentisch und dann nimmt er Schere und Pappe in die Hand und schneidet sich so eine kleine Silhouette aus. Also ein Modell für das Schiff, das wir da haben. Sieht erstmal ein bisschen komisch aus, Bastelstunde in der nautischen Zentrale, ist aber eine sehr pragmatische Lösung. Denn mit diesem Ding hier, mit diesem Schiffsmodell, können wir jetzt über den Peilplan schieben und sehen, wann berühren wir Tiefen, die nicht mehr tief genug sind. Also hier 10,0, 10,2, 10,4, das reicht, aber da 9,9, 9,7, da wird es schwierig. Und da wollen wir also vielleicht lieber etwas weiter südlich unser Manöver ausführen. Hier seht ihr, 10,0, 10,2, 10,4, da reicht es dann mit den Tiefen aus. Wichtiges Detail dabei, ihr seht, hier ist der Maßstab drauf, 1 zu 1000 auf der Schiffssilhouette. Profi-Tipp, gleichen Maßstab hier nehmen wie hier unten auf dem Peilplan. Dann werden die Ergebnisse deutlich besser. Okay, so funktioniert das also im Hafen. Ich möchte mir die Geschichte nochmal ein bisschen anders angucken, denn also ist ja schön, dass wir das Ganze jetzt auf Papier gemacht haben, aber mein Gott, gibt es nicht eine App dafür? Das ist natürlich das, was wir als technische Menschen uns fragen. Und um eine App zu bauen, müssen wir uns den Prozess nochmal genauer angucken. Eine Anwendung zu bauen, müssen wir uns den Prozess nochmal genauer angucken. Und wir haben also hier unser Peilschiff, unser Sounding Ship. Moment, ich habe die Folie auch auf Deutsch. Wir haben hier ein Peilschiff, das peilt im ersten Schritt die Tiefe. Dann sendet es im zweiten Schritt die Tiefenzahlen an den Peildienst. Hauptquartier der Port Authority. Im Peildienst werden aus den Tiefenzahlen die Tiefenlinien berechnet und schließlich der Peilplan erzeugt aus den Tiefenlinien und den Tiefenzahlen. Der Peildienst schickt dann diesen Peilplan an den Nautiker in der nautischen Zentrale. Und wenn jetzt der Nautiker gefragt wird von einem Containerschiffkapitän, hey, gib mir mal eine Route, dann nimmt der Nautiker seinen Peilplan, legt ihn auf den Kartentisch, legt die Schiffssilhouette auf den Peilplan und verschiebt und dreht die Schiffssilhouette, um eine Route zu finden. Und diese Route, die meldet der Nautiker dann an den Kapitän. Das, was wir hier sehen, ist eine sogenannte Domain Story. Domain Stories, die Idee ist, wir technischen Menschen, wir Entwickler, lassen uns von unserem Fachbereich, unseren Domänenexperten, unseren Fachexperten, deren Geschichte erzählen. Und während die ihre Geschichte erzählen, malen wir die Geschichte auf als ein Diagramm, um unserem Gegenüber zu spiegeln, das ist das, was ich verstanden habe von dem, was du mir erzählt hast. Das heißt, wir werden weniger Missverständnisse haben, wir werden unser Verständnis nah dran bringen an das, was unser Fachbereich wirklich gesagt hat, was unser Fachbereich wirklich meint. Das ist wichtig. Und das hilft uns dann, um Software zu bauen. Ich hatte jetzt das Glück, mitarbeiten zu dürfen in dem Team, was diese alte Papierlösung ersetzt hat durch eine neue Softwarelösung. Und das hat viel Spaß gemacht. Und ich bin außerdem froh darüber, dieses Beispiel zu haben, weil man da sehr anschaulich dran erläutern kann, was DDD, was Domain Driven Design denn bedeutet. Hier sehen wir die alte Lösung und die neue Lösung nebeneinander. Die alte Lösung auf Papier, hier sieht man einen großen Peilplan, hier sieht man die Schiffssilhouetten, eine Lupe, hier ist so ein Kasten mit den Schiffssilhouetten, wo die aufbewahrt werden, damit man sie nicht immer neu aufschneiden muss. Und hier unten sehen wir die IT-Lösung auf so einem großen Touch-Bildschirm gemacht. Und die Grundidee, kann man sehen, ist hier eigentlich ganz einfach von Domain-Driven Design. Deswegen heißt es auch so, wir bauen unseren Entwurf, indem wir uns von der Fachlichkeit, von der Domäne treiben lassen. Das heißt, wir nehmen ganz konkret die Arbeitsgegenstände, die wir hier vorfinden, die Arbeitsgegenstände aus dem richtigen Leben und übertragen die in die Software. Wir nehmen die Handlungen mit diesen Arbeitsgegenständen, übertragen die in die Software. Und wir übernehmen die Sprache und die Struktur
unserer Fachlichkeit. Und all das übertragen wir in die Software. Nicht nur auf einem UI-Level, wie wir das hier sehen, sondern tatsächlich auch auf dem dahinterliegenden in der Softwarearchitektur, auch im Code wollen wir das Ganze machen. Auch da wollen wir die Arbeitsgegenstände, die Handlung, die Sprache wiederfinden. Hier sieht man, was es auf dem UI-Level bedeutet. Hier oben ist der Peilplan auf Papier mit den bunten Tiefenzahlen drauf. Hier unten ist der Peilplan digital mit den Zahlen da drauf. Der wird übertragen, wird reingebracht in die Software und idealerweise wird er dann in der Software verbessert. In der Software wollen wir natürlich was Besseres haben. Also dieser Peilplan hier zum Beispiel hat die Eigenschaft, dass er irgendwann zu Ende ist, logischerweise. Da habe ich erzählt, dass der Hafen so groß ist, dass ein Peilplan nicht ausreicht. Das heißt, wenn wir das Ende erreichen von dem Peilplan, müssen wir den wegtun, einen neuen Peilplan rausholen und weiter uns auf den bewegen. Das gilt nicht hier im Digitalen, da kann ich einfach nach links und rechts weiterwischen, um zum nächsten Segment zu kommen. Außerdem sind hier die Tiefenzahlen relativ klein, deswegen braucht man so eine Lupe, um sich das anzugucken, die Zahlen zu vergrößern. Hier sind sie gleich größer. Und wenn man noch reinzoomt in diesen Peilplan, dann sieht man nicht nur die gleichen Zahlen größer, sondern dann sieht man einen größeren Detailgrad, man sieht mehr Tiefenzahlen. Oder wenn man raussucht, sieht man eine gröbere Sicht, man sieht weniger Zahlen. Aber die wichtigen, nämlich die flachen. Also das System bildet die Wirklichkeit nach und verbessert das Ganze. Hier diese Schiffssilhouette, die sehen wir, haben wir auch hier drin. Ja, auch die ist erstmal übertragen. Der Umgang damit ist der gleiche, man kann die verschieben. Aber auch die ist verbessert. Also die sieht man, ist hier jetzt so transparent. Man kann also sehen, welche Zahlen da drunter liegen. Außerdem färbt sich das Ding rot ein, wenn wir es irgendwo hinschieben. Das System, so wie es gebaut ist, ist erstmal zur Arbeitsunterstützung da. Also ihr seht, die Silhouetten werden immer noch von Hand weiter verschoben. Ein nächster Schritt wird natürlich sein, dass man dieses Verschieben der Silhouetten nicht mehr von Hand macht, sondern dass die Maschine auch die Silhouetten verschiebt. Auch dann, ich würde sogar sagen, gerade dann ist es wichtig, dass wir die Fachlichkeit nicht verlieren. Gerade dann ist es wichtig, dass wir domain-driven vorgehen, also die Schiffe, den Peilplan, die Tiefenzahl als Begriffe behalten. Dann wird nicht mehr ein Mensch darauf arbeiten, sondern ein Algorithmus auf diesen Dingen. Und gerade dann ist es wichtig, dass wir nicht auf irgendwas arbeiten, sondern auf konkreten fachlichen Konzepten, damit der Algorithmus auch später noch verstanden werden kann, auch von Fachleuten noch verstanden werden kann. Ja, wie war das jetzt, als wir das System gebaut haben, als wir das angefangen haben zu bauen? Wir waren ein Haufen Techniker, der Cyber war stark in uns und tja, deswegen haben wir uns vielleicht erstmal in die Irre leiten lassen, muss man vielleicht so sagen. Wir haben uns erstmal die technischen Fragen gestellt, das, was für uns Techniker wichtig ist, nämlich welche Programmiersprache nehmen wir? Also auf welchem Betriebssystem wird das Ganze laufen? Und was sind die neuesten Frameworks und wie kriegen wir die in das System eingebaut? Außerdem ist bestimmt eine Datenbank darunter. Muss das so eine klassische relationale Datenbank sein oder kann das nicht eine NoSQL-Datenbank sein? Technikkram. So, wenn man Glück hat, stellt einem dann an der Stelle jemand eine wichtige Frage und sagt, so, stopp. Schön und gut, dass ihr darüber geredet habt, worüber ihr jetzt geredet habt. Aber was hat das, dieser Technikkram, eigentlich zu tun mit dem, worüber wir davor gesprochen haben? Ist eigentlich irgendein Schiff jetzt näher an die Kaikante gekommen, weil wir gesagt haben, wir machen es mit Java oder weil wir gesagt haben, wir machen das mit C#? Und wenn man sich ehrlich antwortet, ist die Antwort natürlich, nee, eigentlich nicht, hat nichts damit zu tun. Ja. Das ist eine für uns traurige Wahrheit. Eine weitere traurige Wahrheit steckt noch dahinter für uns Entwickler. Und das ist die hier, dass nämlich Software kein Selbstzweck ist. Software is not an end in itself. Also wir bauen die Software nicht für sich selbst, sondern wir bauen die für was anderes. Und weil Software kein Selbstzweck ist, heißt das auch, technische Schönheit ist kein Selbstzweck und wir wollen auch nicht in technischer Schönheit sterben. Was ist denn das Ziel von Software?
wenn es nicht technische Schönheit ist, wenn es nicht irgendwie für uns ist, für uns Entwickler. Naja, der wichtige Punkt ist, wir wollen die Domäne unterstützen, die Fachlichkeit unterstützen. Wir sind hier wieder bei diesen Menschen. Wir wollen die Arbeit von unserer Anwenderin, von unserem Anwender einfacher machen, schneller machen, effizienter machen. Mit einem Wort, wir wollen die Arbeit besser machen von unserem Anwender. Das ist die Aufgabe. Darum geht es. Und Software kann uns dabei helfen. Und wie das geht, wie man Software so baut, dass sie die Arbeit von unserem Anwender, von unserer Anwenderin besser macht, das erzählt uns DDD. Und die Grundidee ist eben, haben wir eben gesehen, dass die Software nicht irgendwo im Weltraum entsteht, sondern dass die Software eng verbunden ist mit unserer Domäne, dass sie aus der Domäne heraus erwächst. Ihr seht hier, sie soll ihre Wurzeln schlagen, tief in die Software hinein und dann daraus erwachsen. Dann kann sie grünen und blühen. Das ist so die Idee. Und dafür bauen wir die Software als Spiegelung, als Reflexion von unserer Domäne. Also wenn das hier unsere Arbeit ist, unsere Domäne, die Wirklichkeit, hier wird irgendwas genietet, dann sehen wir, das ist die Software, unsere Spiegelung. Die Software soll das nachbauen, was im richtigen Leben auch passiert. Mit anderen Worten, wir bauen in der Software ein Modell von der Wirklichkeit, von der Domäne. Das nennen wir auch ein Domänenmodell oder Fachmodell. Damit wir die Domäne in der Software nachbauen können, damit wir die Domäne in der Software modellieren können, müssen wir die Domäne verstehen. Das heißt also, wir müssen die Domäne in unser Hirn reinkriegen, verstehen und dann müssen wir hier am Ende Code ausschreiben. Wichtig ist, beide Pfeile werden gebraucht. Es reicht nicht aus, diesen Pfeil hier rechts zu machen. Dem sind wir klassischerweise als Programmierer, als Entwickler ausgebildet. Nein, das reicht nicht aus, sondern dieser Pfeil ist genauso wichtig. Das Verstehen der Domäne muss auch passieren. Wenn wir das nicht vernünftig machen, können wir uns hier so doll anstrengen, wie wir wollen, und wir trotzdem keine vernünftige Software ausbauen. Das heißt also, für uns als Entwickler ist es wichtig, nicht nur hierauf sich zu konzentrieren, sondern auch darauf sich zu konzentrieren, damit wir an das hier drankommen, an das Fachwissen, das, was unsere Anwender im Kopf haben. So, und wie kommen wir jetzt ran an dieses Fachwissen? Da gibt uns DDD eine Familie von Werkzeugen an die Hand. Das ist eben dieses Collaborative Modeling. Also diese Idee, wir wollen nicht mehr als Techniker, als Programmierer alleine im stillen Kämmerlein sein und unser Modell von der Domäne bauen. Nein, wir Entwickler, wir wollen das zusammen machen mit unseren Anwendern und Anwendern. Also Collaborative Modeling heißt es, weil wir das Domänenmodell nicht alleine, sondern gemeinsam in Zusammenarbeit bauen. Entwickler und Fachbereich zusammen. Die Idee ist, dass wir gemeinsam auf dem Wissen herumkauen. Deswegen nennt die Idee das auch Knowledge Crunching. Die Metapher ist die so hier, wie die Kuh, wollen wir auf dem Fachwissen herumkauen, bis der Saft da rauskommt, die Essenz rauskommt, das Wesentliche. Das wollen wir. So, und in DDD gibt es verschiedene Methoden dazu, die man dafür einsetzen kann. Sind zum Teil in der DDD-Community entstanden, zum Teil woanders. Zwei wichtige heute sind einerseits Event-Storming, das ist das mit den Klebezetteln, und Domain-Storytelling, das ist das mit den Strichmännchen. All diesen Collaborative Modeling Methoden ist es eigen, dass Sprache ein wichtiges Thema ist, denn wie will man gemeinsam modellieren? Naja, indem man kommuniziert, und kommunizieren tun wir in einer Sprache. Und DDD sagt uns, Sprache ist ein ganz wichtiges Thema und neben der fachlichen Sprache und der technischen Sprache wollen wir gerne auch eine gemeinsame Sprache haben. Und diese gemeinsame Sprache, die soll auf der Fachsprache basieren. Also ihr seht das hier, diese Sprechblase, die hat die Farbe des Fachexperten, nicht die Farbe des Entwicklers. Wir wollen also die Fachsprache auch in unser Entwicklergehirn holen. Wir wollen die Fachsprache verstehen können. Das heißt, wir wollen nicht unsere technische Sprache unserem Anwender aufpfropfen.
Das Ganze hat auch einen philosophischen Hintergrund. Von Wittgenstein wissen wir, wovon man gar nicht sprechen kann. Darüber muss man schweigen. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen von der Domäne was wissen. Wir wollen darüber sprechen können. Ja. Das ist nicht so mit Philosophie, hat einfacher formuliert. Wenn man keine Ahnung hat, heißt es ja einfach mal Fresse halten. Wollen wir auch nicht. Wir wollen nicht die Fresse halten. Wir wollen darüber sprechen. Wir wollen über die Domäne reden wollen. Und Sprachen gibt es im Projekt typischerweise mehrere. Für uns Entwickler gibt es die technische Sprache, wo wir Dinge sagen wie, ich baue ein Interface dafür oder deploy mal den Container oder kann ich das auf den Feature Branch pushen. Das ist eine Sprache, die ist gut, damit wir mit unseresgleichen kommunizieren können, aber die ist nicht gut, um mit dem Fachbereich zu kommunizieren. Und deswegen hat der Fachbereich seine eigene Sprache, die Domain Language oder auf Deutsch sagen wir Fachsprache. Und diese Fachsprache, die wollen wir eben lernen, die wollen wir rausholen. Also wenn wir im Hafen sind, dann wollen wir wissen, dass es eine Silhouette gibt und eine Depth Map oder Deutsch Peilplan. Wir wollen sehen, dass hier ein Marking ist, hier eine tiefe Depth, dass da ein Maßstab Scale drauf ist. Und wir interessieren uns nicht nur für die Substantive, nicht nur für die Hauptwörter, sondern wir interessieren uns auch insbesondere für die Verben. Also hier to move und to compute, also verschieben und berechnen. Wir wollen nämlich wissen, dass das Schiff verschoben wird, die Schiffssilhouette verschoben wird, dass sie gedreht wird. Wir wollen wissen, dass die Tiefe berechnet wird. Warum ist das wichtig? Naja, weil die Verben die Dynamik ausdrücken. Die drücken aus, was passiert. Und das ist typischerweise das, wofür ein Computersystem, ein Softwaresystem ja auch da ist, für das, was passiert. Da wollen wir ran. Substantive sind typischerweise leichter zu finden. Das sind nämlich oft Dinge, die wir sehen können. Die Verben sind schwieriger zu finden. Deswegen ist Collaborative Modeling wichtig. Also wir sehen auf der einen Seite technische Sprache, auf der anderen Seite fachliche Sprache. Und wir wollen eben auch eine gemeinsame Sprache haben. Das sagt uns DDD, das sagt uns Domain-Driven Design. Eine gemeinsame Sprache, die von beiden Seiten verstanden wird, von Technik und von Business. Und wir brauchen das, um das hier zu vermeiden, die babylonische Sprachverwirrung. Das möchten wir nicht, dass wir uns beim Bau unseres Turmes nicht mehr verstehen und dann nicht wissen, was wir bauen sollen. Ja, und wie gesagt, diese gemeinsame Sprache soll auf der Fachsprache basieren und nicht auf der technischen Sprache. Außerdem nennen wir die in DDD eine Ubiquitous Language oder für den deutschen Muttersprachler Ubiquitous Language, so spricht man das ungefähr aus. Also die Idee, wir wollen überall die gleichen Worte verwenden. Deswegen Ubiquitous oder allgegenwärtige Sprache auf Deutsch. Wo kriegen wir die Worte für die Ubiquitous Language her? Aus der Fachsprache. Wo kriegen wir die Fachsprache her? Aus Collaborative Modeling. Wenn wir uns hier zurückdenken an unsere Domain Story, die wir ja gemeinsam mit dem Fachbereich zusammen aufgebaut haben, dann sehen wir, da ist jede Menge Fachsprache drin. Also wir haben hier den Cartographer, den Kartografen, wir haben den Navigating Officer, wir haben das Sounding Ship, das sind sogenannte Akteure oder Actors. Dann haben wir Arbeitsgegenstände oder Work Objects wie die Depth Map, den Peilplan. Oder die Contour-Lines, die Tiefenlinien. Das sind alles Substantive, Work-Objects und Actors. Und dann haben wir hier an den Pfeilen die sogenannten Aktivitäten, Activities. Ja, sends, draws, calculates, also sendet, zeichnet, berechnet. Das sind die Verben, das ist die Aktivität, die wir da finden. So, und weil wir die gleichen Worte, die wir hier rausnehmen, aus der Fachlichkeit überall verwenden wollen, nennen wir das jetzt Ubiquitous. Also wenn wir hier die Depth Map sehen, das heißt also in der Depth Map sprechen, dann wollen wir das auch in unserem Geschriebenen und in unseren Konzepten, in unseren Diagrammen und auch im Code verwenden. Deswegen nennen wir diese Sprache Ubiquitous Language, allgegenwärtige Sprache. Wir wollen dieselben Worte überall verwenden. Dann ist nämlich keine Übersetzung nötig zwischen Fachbereich und Entwicklung und das ist gut. Und dann können wir schnell und effektiv kommunizieren. Es geht keine Information verloren, wie das bei Übersetzung sonst der Fall ist. Deswegen verwendet die gleichen Worte, die ihr mit dem
Fachleuten gesprochen nehmt oder die Fachleute selber verwenden, nehmt die Worte und benutzt die im Code, um eure Klassen, Methoden, Variablen und so weiter zu benennen. Das ist ein großartiges, mächtiges Werkzeug, diese Ubiquitous Language. Und damit haben wir eins von den zwei harten Problemen in der Informatik auch gelöst. Großartig. Ihr kennt vielleicht diesen klassischen Spruch von Phil Carlton, der gesagt hat, es gibt genau zwei Dinge in der Informatik, die schwierig sind, nämlich Cache Invalidation zum einen und Naming Things, also den Dingen einen Namen geben. Also genau zwei Dinge, Cache Invalidation, Naming Things und Off-by-One-Errors. So, und zu Off-by-One-Errors und Cache Invalidation, da sagt uns DDD nichts, aber zu dem Naming Things. Es sagt uns nämlich, naja, nimm die Worte, die schon da sind, nimm die Worte aus der Fachlichkeit und verwende die, um deine Dinge zu benennen in deinem Domain-Modell. Das heißt also, wir kriegen eine Antwort auf die Frage, wie sollen denn unsere Klassen, Methoden, Variablen und so weiter heißen. Okay, ich habe eben gesehen, im Chat kam die Frage, wie gewinnt, überzeugt man andere Teammitglieder, DDD zu begreifen und zu lieben, wenn man DDD selber liebt, aber nicht gut erklären kann. Ich schiebe die Antwort ein bisschen nach hinten. Ich erzähle noch ein bisschen mehr was dazu und dann zu was DDD ist und dann kommen wir zu dem Punkt auch noch. Aber ich habe die Frage gesehen, also danke dafür. Zunächst möchte ich allerdings noch darauf eingehen, wie wir jetzt DDD benutzen, um konkret Software zu bauen. Also wir haben jetzt gelernt, Ubiquitous Language, also wir wollen die Sprache verwenden in unserem Code, in unseren Klassen und Variablen und Methoden. Aber wie kommen wir denn jetzt zu Klassen und Methoden und so weiter? Und da ist das Thema von DDD im Kleinen, auch taktisches Design genannt oder Modeling in Code genannt. Modeling in Code, weil wir unser Modell direkt im Code bauen wollen. Also wir wollen im Code ein Modell von der Domäne von der Wirklichkeit haben. Dafür schauen wir in die Wirklichkeit und sehen, da gibt es dann so zwei Daumenregeln. Die erste Daumenregel ist, wir schauen, welche Arbeitsgegenstände wir vorfinden. Und aus jedem Arbeitsgegenstand machen wir eine Klasse. Aus den wichtigen Arbeitsgegenständen machen wir Klassen. Und dann schauen wir als zweites, was wird mit diesen Arbeitsgegenständen gemacht? Welche Handlungen werden da vorgenommen? Und daraus machen wir Methoden. Also, ihr seht, ich habe ja vorhin auf Substantiven und Verben rumgeritten. Das hier sind meistens Substantive, die Dinge, die wir finden, die Handlungen sind meistens Verben. Also, erste Faustregel ist, wir nehmen die Arbeitsgegenstände und machen daraus Klassen. Also hier bei uns im Hafen, die Silhouette ist ein wichtiger Arbeitsgegenstand, also bauen wir uns eine Klasse Silhouette. Und zweiter Schritt, wir gucken, was wird mit den Dingen gemacht. Eine Silhouette, die wird verschoben, also bauen wir uns eine Methode verschiebe um oder Englisch move by. Und was wird mit einer Silhouette noch gemacht? Die wird gedreht, also bauen wir uns eine weitere Methode turn by in Englisch. Und hier sehen wir jetzt, was Ubiquitous Language wirklich ganz konkret bedeutet, nämlich es heißt wirklich, im Code finden wir hier Silhouette, Move-By, Length, Angle, Turn-By, alles lauter Worte aus der Fachlichkeit, die es jetzt in unseren Code reingeschafft haben. So, und jetzt kam eben die Frage von Marco im Chat, was macht man in der Fachdomäne? Was macht man, wenn in der Fachdomäne nur deutsche Sprache verwendet wird? Wie setzt man das im Code um? Sehr schöne Frage. Ich habe ja vorhin gesagt, Ubiquitous Language geht darum, dass wir möglichst wenig Übersetzung haben wollen zwischen dem, was an Worten gesprochen wird in der Fachlichkeit und dem, was wir im Code drin stehen haben. Deswegen ist es typisch, auch durchaus im Code deutsche Begriffe zu verwenden, wenn man damit verständlich bleibt, wenn das die Worte sind, die in der Fachlichkeit verwendet werden und wenn das die Worte sind, die unser Fachbereich verwendet. Also ihr seht, hier in dem Hafen heißt die Klasse Silhouette
Und die Methoden heißen Verschiebe um eine Länge, Drehe um einen Winkel. Da können sie heißen. Hier im Hafen ist es jetzt so, dass wir in einer internationalen Domäne unterwegs sind. Dass wir in einer internationalen Domäne unterwegs sind und deswegen Übersetzung kein Problem ist. Alle diese Worte gibt es auch auf Englisch, weil sowieso Englisch die Sprache ist, an der kommuniziert wird. Deswegen ist die Wahrheit hier, dass das Domänenmodell auf Englisch gebaut ist, weil das die Sprache ist, die überall verwendet wird. Aber das wird nicht in jeder Domäne funktionieren. Es gibt viele Domänen, die typisch deutsch sind. Für alle anderen Länder und alle anderen Sprachen gilt das natürlich auch. Und dann tut man sich meistens keinen Gefallen damit, auf Zwang Wörter auszudenken, die es auf Englisch gar nicht gibt oder die mein Fachbereich nicht versteht. Und dann hole ich mir ein Problem rein, weil die Übersetzung zwischen Entwicklung und Fachbereich dann zu machen ist. Insofern ist das also nicht so eine Schwarz-Weiß-Geschichte. Mache ich Englisch, mache ich Deutsch, sondern das ist so eine Graubereichsgeschichte. Die Antwort auf die Frage, welche Sprache soll ich nehmen, ist, nimm Worte, die dein Fachbereich auch versteht. Darum geht es. Und typischerweise ist das so eine Mischung aus hässlichem Denglisch, von vielen Worten, die irgendwie missverstanden sind und eine ganz besondere Bedeutung haben in dieser Domäne, in diesem Bereich. Und das ist genau die Bedeutung, die wir haben. Also insofern, das als Antwort auf die Frage von Marco und Heinz, deine Frage geht ja in eine ähnliche Richtung, also was, wenn die Domänensprache, Fachsprache in Deutsch ist, die Entwicklung aber auf Englisch gemacht werden sollte, da würde ich in Frage stellen, ob sie wirklich in Englisch gemacht werden sollte, was da der Grund dahinter ist. Es kann natürlich Gründe dafür geben, also ein internationales Team und Ähnliches. Und auch dann muss man sich klar machen, Übersetzung ist dann zu machen. Und man darf sich da nichts in die Tasche lügen, so dieses Übersetzungsproblem gibt es und das Übersetzungsproblem muss man angehen. Die Grundidee von Ubiquitous Language deswegen zu sagen, hey, lass uns möglichst wenig Übersetzung haben, lass uns einfach die gleichen Worte verwenden, die da sind. So, jetzt seht ihr, dass wir hier erstmal ein Domänenmodell gebaut haben, was ein sogenanntes reiches fachliches Verhalten hat. Der Traum des objektorientierten Entwicklers. Wir haben fachlich benannte Klassen, wir haben fachlich benannte Methoden. Das heißt, die Klassen haben fachliches Verhalten. Was euch sicherlich auffällt, ist, über Daten ist noch gar nichts gesagt. Und das ist gut. Wir wollen nämlich mit dem Verhalten anfangen. Außerdem wollen wir mit der Schnittstelle anfangen. Deswegen sieht man hier die Implementierung noch. Irgendwann werden wir natürlich dann zur Implementierung kommen. Und das ist die nächste Frage. Also wie können wir denn jetzt diese Methoden implementieren? Und daraus purzeln dann auch die Daten, die wir dafür brauchen. Aber wir modellieren nicht erstmal alle möglichen Daten, die es gibt, sondern wir modellieren das Verhalten. Und dann schauen wir, um dieses Verhalten zu erreichen, welche Daten brauche ich dafür? Das ist ein deutlich anderer Modellierungsansatz, als viele Teams da draußen machen. Das ist keine neue Idee. Gibt es schon lange. Trotzdem ist es immer wieder wichtig, das zu sagen, hey, Verhalten zuerst modellieren, Daten später machen. So, hier haben wir also erst eine Schnittstelle gebaut und dann eine Implementation muss folgen und das ist gut. Von der Gang of Four, von Erich Gammer et al. Wissen wir, Program to an Interface, not to an Implementation. Wir wollen erstmal die Schnittstelle definieren und dann das Interface bauen. Jetzt ist es natürlich so, dass wir irgendwann die Implementierung machen müssen hierfür. Und wie machen wir die Implementierung hierfür, wenn man drauf guckt? Naja, sowohl verschiebe als auch drehe, wird wahrscheinlich die Position der Silhouette verändern. Wahrscheinlich gibt es dann da hinten irgendwie ein Feld, das Position heißt. Das muss geändert werden. So, warum sage ich euch dann, dass wir hier so ein Rich Domain Model haben wollen, mit Rich Domain Behavior. Warum machen wir denn nicht einfach das hier? Also wir bauen ein Setup an unsere Silhouette dran. Ihr seht, ich habe hier ein großes, dickes, rotes X dran gemacht, um zu sagen, nein, davon rate ich euch ab. Aber warum? Das ist doch die Art, wie viele Teams da draußen programmieren. Warum ist das problematisch?
Was ist der Nachteil von diesem Entwurf gegenüber dem Entwurf, den wir eben gesehen haben? Mehrere Nachteile. Einmal geht hier Fachlichkeit verloren und zum anderen wird hier etwas möglich, was im richtigen Leben nicht möglich ist, und das ist schlecht. Ein gutes Modell erlaubt nicht mehr, als was im richtigen Leben möglich ist. Also, eine Schiffssilhouette, ja, die taucht nicht einfach an irgendeinem Port auf. Ein Schiff taucht nicht einfach an irgendeiner Position auf, sondern eine Schiffssilhouette, die wird verschoben und gedreht, weil das Schiff, was dahinter steckt, ja, fährt und gelenkt wird. Das wollen wir in unserem Domänenmodell auch abbilden, weil wir dann nämlich überprüfen können, ist eine bestimmte Operation, die wir ausführen, valide. Also darf ich das überhaupt noch auf dieser Position, wo ich bin, drehen? Darf ich aus dieser Position das Schiff weiter verschieben? Das kann ich mit dieser Art von Schnittstelle kann ich das prüfen, kann Vorbedingungen bei Verschiebe um und Drehe umprüfen und sagen, diese Bedingung ist nicht erlaubt. Das kann ich bei so einem Setter nicht machen. Und das heißt, in einem reichen Domainmodell, in einem Domainmodell mit Rich Domain Behavior, kommen wir in die Lage, fachliche Invarianten zu prüfen. Und das ist gut. Das macht unseren Code robust und auch viel ausdrucksstärker. Das wollen wir gerne tun. Jetzt ist es leider so, dass diese Art zu programmieren sehr häufig ist. So häufig, dass es einen eigenen Namen gekriegt hat, weil es so ein Anti-Pattern ist, was regelmäßig auftaucht. Das ist das Anemic Domain Model. Also sieht auf den ersten Blick aus wie ein richtiges Domainmodell, hat nämlich fachlich benannte Klassen, hat aber kein fachliches Verhalten, kein Blut. Und an der Stelle die Warnung, Bad Smell sind Setter im Domainmodell. Wir haben gesagt, im Domainmodell wollen wir Methoden haben, die aus fachlichen Verben kommen. Und Get und Set sind technische Verben. Wir wollen die fachlichen Verben haben. Also wir wollen Verschieben und Drehen haben aus zum Beispiel unseren Domain Stories. Ja, wie kommen wir jetzt aus Collaborative Modeling zu Domainmodellen? Auch hier helfen uns Domain Stories oder Ähnliches aus Collaborative Modeling wieder. Also bei Domain Stories sagen wir, wir nehmen die Work Objects und machen daraus Klassen. Also Schiffssilhouette wird eine Klasse, Route wird eine andere Klasse. Und dann gehen wir als zweites zu den Aktivitäten und fragen uns, wie sieht es da aus? Und ja, Verschieben und Drehen sind hier unsere Verben, sind unsere Aktivitäten. Daraus machen wir die Methoden. Das ist die Grundidee von DDD im Kleinen. Also Klassen, Arbeitsgegenstände nehmen, daraus Klassen machen. Handlungen, Aktionen mit diesen Arbeitsgegenständen und daraus Methoden machen. Also letztlich die Grundidee von Objektorientierung. Ne? Hier vernünftig umgesetzt. Das ist DDD im Kleinen. Jetzt noch zu DDD im Großen. Wird es nämlich auch nochmal interessant. DDD im Großen, da stellen wir uns grundsätzliche Fragen. Da fragen wir uns, wie kann man die Welt verstehen? Also wie kriegen wir die Welt in unser Gehirn hinein? Das ist da unsere Aufgabe. Das heißt also hier die Welt. Da fragen wir uns, wie kann man die Welt verstehen? Sorry, jetzt hatte ich hier eine Rückkopplung drin. Das ist die Welt, das ist unser Organ, um die Welt zu verstehen. Die Frage ausgedrückt, um die es geht, ist, wie kriegen wir also die Welt, das hier rein, die Erde rein in unser Hirn. Und wie man sieht, die Erde ist viel größer als das Gehirn. Das heißt, es ist gar nicht so leicht, die da reinzukriegen. Und es ist sogar unmöglich, sie im Ganzen reinzukriegen. Das Schöne ist, wir müssen sie auch nicht im Ganzen reinkriegen, sondern es reicht, wenn wir sie in Teilen reinkriegen. Das ist das, was Menschen machen, wenn sie was verstehen wollen, sie abstrahieren. Wir sind alle in der Lage, Abstraktionsfähigkeit einzusetzen. Abstraktion bedeutet, wir nehmen nur die wesentlichen Eigenschaften raus aus der Welt und die unwesentlichen lassen wir weg. Anderes Wort dafür ist, wir bauen uns ein Modell. Jetzt haben wir wieder dieses Wort Modell. Ein Modell, sehen wir also, ist eine Abstraktion. Ein Modell ist etwas, was nicht alles enthält, sondern nur die wesentlichen Eigenschaften. Hier sehen wir ein Modell für die Welt, so ein Globus. Da ist wesentlich, dass die Erde sich dreht zum Beispiel. Die Erde einen glühenden Kern hat, ist hier nicht modelliert, ist nicht als wesentlich angesehen.
Woher wissen wir jetzt, was wesentlich ist? Da sage ich als guter Berater, es kommt drauf an. Und worauf kommt es an? Es kommt auf den Kontext drauf an. In unterschiedlichen Einsatzszenarien, in unterschiedlichen Subdomänen, werden wir unterschiedliche Modelle brauchen. Machen wir. Ganz typisch als Menschen. Ne? Hier in dem Kontext, wo wir den Globus einsetzen, da ist eben wichtig, dass die Erde sich dreht. Aber in anderen Kontexten, in anderen Einsatzszenarien, ist es nicht wichtig, dass die Erde sich dreht. Da, wo wir diese Karte hier zum Beispiel einsetzen. Oder generell Karten modellieren nicht, dass die Erde sich dreht. Dafür wird hier modelliert, wie die Erdoberfläche aussieht, wie die Kontinente im Verhältnis stehen. Und hier so ein Atlas ist sogar eine Sammlung von Karten, von jedem Kontinent sind mehrere Karten drin. Südafrika, Südamerika sind 5 oder 6 verschiedene Karten drin, die auf jeden Fall jeweils unterschiedliche Aspekte eingehen. Unterschiedliche Aspekte sind interessant. Und wir packen nicht alle Aspekte in eine Karte, weil das zu viel Information wäre, weil das einzelne Modell überladen würde. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht das einzelne Modell überladen, sondern wir wollen, dass das einzelne Modell klein genug bleibt, um im Ganzen verstanden zu werden. Das ist unser Ziel. So ist das in der Erdkunde und in der Erkenntnistheorie. Und jetzt zur Informatik. Da bauen wir ja auch Modelle, diese Domänenmodelle. Wir nehmen hier die Domäne und bauen uns ein Modell davon. Und auch da geht es jetzt darum, hier genau hinzuschauen. Klassischerweise bauen wir das eine große Riesendomänenmodell. Und an der Stelle möchte ich den seligen Karl Lagerfeld zitieren, der nämlich gesagt hat, das ist keine gute Idee, dieses eine große unternehmensweite Domänenmodell einzusetzen. Wer das macht, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Bin ich so ganz sicher, ob er wirklich über Modelle gesprochen hat, über Domänenmodelle. Vielleicht hat er doch über Jogginghosen gesprochen. Nichtsdestotrotz ist das wahr, was da steht. Nichtsdestotrotz ist es sehr wahr, dass es keine gute Idee ist, das eine Riesendomänenmodell einzusetzen. Warum ist das doof? Ja, weil dieses Ding so groß wird, dass es zu unbeherrschbaren Systemen führt. Und deswegen sagen wir, nee, wir wollen klare Grenzen ziehen. Wir wollen das Rind nehmen, unsere Domäne nehmen, kleinschneiden. Und wir wollen auch unsere Software kleinschneiden. Und wir wollen uns da auch wieder von der Domäne treiben lassen. Also wir wollen die Frage stellen, welche Einteilung finden wir vor in der Wirklichkeit, in der Domäne, also welche Subdomänen sind da, aus denen unsere ganzen Domäne bestellt, und pro Subdomäne machen wir ein eigenes Stück Software, machen wir ein eigenes Fachmodell, ein eigenes Domänenmodell. Und das sperren wir ein in so eine Kiste. Das ist ein Modul, dann ein Stück Software, was wir in DDD auch einen Bounded Context nennen. Bounded, weil eine Grenze drumherum ist, Boundary. Und Context, weil das der Kontext ist, der Zusammenhang, in dem ein Domänenmodell existiert. Das heißt, es ist wichtig, an die Domäne wieder ranzugehen und zu gucken, bevor wir das konkrete Domänenmodell, die konkreten Domänenmodelle bauen, erstmal zu schauen, in welche Subdomänen, in welche Teildomänen zerfällt meine Domäne eigentlich. Das kann man mit Domain Stories machen. Da stellt man dann die Frage, welche Aktivitäten gehören eigentlich zusammen hier. Und ich würde behaupten, hier in dem Beispiel gehören die Schritte 1, 2, 3, 4, 5 zusammen und formen eine Subdomäne, die man Tiefenmessung nennen könnte oder Depth Measurement. Und die Schritte 5, 6, 7, 8, die Schritte 6, 7, 8, 9, die formen eine weitere Subdomäne, die kann man Maneuver Planning nennen. Maneuver Planning oder Manöverplanung auf Deutsch. Und wenn wir die Fachlichkeit so einteilen können, wenn wir die Domäne in ihre Teildomänen, ihre Subdomänen aufteilen können, dann können wir das in der Software auch machen. Und dann wollen wir das in der Software auch machen. Das ist die Grundidee von dem strategischen Design, dass wir jetzt nämlich sagen, wir bauen zwei Module, zwei Bounded Contexts hier. Einmal den Bounded Context Maneuver Planning und zum anderen den Bounded Context
Depth Measurement, Tiefenmessung. Zwei Kontexte wollen wir hier haben. Zwei Module in der Software bauen wir hier. Das heißt, wir bauen nicht mehr das riesige Big Ball auf Matt monolithische System, Hafensystem, sondern wir bauen jetzt ein System, das besteht aus zwei Komponenten, Tiefenmessung, Manöverplanung. Zwei Module, die soweit es geht unabhängig voneinander sein sollen und dann über eine Schnittstelle miteinander verbunden werden. Ziel davon ist, dass wir die Komplexität reduzieren, mit der der einzelne Entwickler dann umgehen muss. Schauen wir mal drauf, was das bedeutet. Also wenn wir hier sehen Depth Measurement und Maneuver Planning, dann sehen wir, es gibt hier das Wort Route und Ship Silhouette. Und diese Worte, die tauchen nur auf im Maneuver Planning, aber nicht in Depth Measurement. Und wir erinnern uns ja, die Faustregel aus dem taktischen Design ist, aus Route und Ship Silhouette machen wir Klassen. Das heißt, die Klasse Route und die Klasse Ship Silhouette, die existieren dann nur in dem Bounded Context Maneuver Planning. Und im Depth Measurement müssen wir uns gar keine Gedanken darüber machen. Und das ist gut, ne, weil das reduziert die Komplexität hier. Das reduziert den Mental Load, also die mentale Last, die auf dem Entwickler lastet, der das hier umsetzen soll. Und auch wenn Entwickler meistens sehr smarte Leute sind, ist auch unser Hirn natürlich irgendwann begrenzt. Und deswegen ist es gut, Komplexität zu reduzieren, um Komplexität zu handhaben. So, jetzt haben wir gesehen, es gibt Begriffe wie Router und Ship Silhouette, die existieren nur im Maneuver Planning. Es gibt auch Begriffe, die existieren nur im Depth Measurement. Es gibt allerdings auch Begriffe, die existieren auf beiden Seiten, wie hier die Depth Map. Die haben wir hier in dem Depth Measurement und hier im Maneuver Planning. Auf beiden Seiten. Und wie gehen wir jetzt damit um? Das geht auch hängt auch zusammen, Leander, mit der Frage, die du gestellt hast, bei großen Domänen, die in viele kleine Subdomänen zerfallen, wie vermeidet man Redundanz? Wie geht man jetzt hier mit um, mit so einer Depth Map, die man beiden Seiten hat? Und die DDD-Antwort, die strategische Design-Antwort ist es, zu sagen, hey, wir bauen nicht mehr das eine große Modell für die Depth Map, sondern wir bauen mehrere Modelle und unabhängige Modelle. Das heißt, wir bauen hier wirklich zwei Klassen, die Depth Map heißen, eine hierfür und eine dafür, die in unterschiedlichen Packages oder Namespaces existieren, die eine unterschiedliche Implementierung haben. Wir erinnern uns ja, wir nehmen die Arbeitsgegenstände, machen daraus Klassen, wir nehmen die Aktivitäten und machen daraus Methoden, und insofern wird hier so eine Methode Draw an der Klasse Depth Map und Depth Measurement sein. Aber sowas wie hier put ship silhouette on, an der Depth Map, diese Methode wird nur im Maneuver Planning existieren. Das heißt, wir bauen uns zwei Modelle von demselben Ding. Wir bauen uns zwei Klassen von demselben Ding. Puh. Da muss man erstmal trocken schlucken, wenn man das zum ersten Mal hört. Aber das ist die wirklich große Stärke von dem strategischen Design, die uns die Möglichkeit gibt, einen Griff dran zu kriegen, große Systeme zu bauen, komplexe Systeme dahin zu kriegen, dass die Komplexität handhabbar reduziert wird, dass wir Einheiten kriegen, die einem einzelnen Team gegeben werden können, dass wir Einheiten kriegen, aus denen dann auch Microservices später gebaut werden können. Also wenn wir Microservices bauen wollen, dann brauchen wir diese Geschichte hier als Vorbedingung. Wir brauchen strategisches Design, um einen vernünftigen Schnitt zu finden, um dann Microservices bauen zu können. Und zu der Frage, wie vermeidet man Redundanzen? Tja, vielleicht gar nicht. Also tatsächlich kommen wir hier an die Grenzen des Dry Principle. Dry Principle haben wir von den Pragmatic Programmers gelernt. Don't repeat yourself. Dry sagt uns das. Und hier sehen wir, das gilt innerhalb einer Kontextgrenze. Da wollen wir keine Redundanz, keine Duplikation. Über Kontextgrenzen hinweg wollen wir das vielleicht bewusst verletzen. Vielleicht werden wir hier einen Teil der Daten nochmal haben und hier einen Teil der Daten, die sich auch überlappen. Und dann hat man natürlich ein Thema mit Konsistenz und Ähnlichem. Man muss zusehen, dass man das auf allen Seiten vernünftig bringt. Und da sieht man,
Auch mit DDD ist es so wie immer in der Softwarearchitektur. Es gibt immer noch keine Silberkugel, no silver bullet. Es ist immer ein Abwägen. Und man muss sehen, was sind die Vorteile, die ich mir kaufe für einen bestimmten Preis. Und den Vorteil der Komplexitätsbeherrschung, den Vorteil der Fehlerrobustheit und Fehlerreduktion, den kaufe ich mir beim strategischen Design eventuell mit Redundanz und mit Duplikation ein. Spannend ist jetzt hier die letzte Frage, die von Henning Nüssler kommt. Wenn mein Fachbereich dann von der Depth Map spricht, welche meint er denn? Und das ist genau die Aufgabe, die wir als Analysten und als Entwickler hier haben, wenn nämlich unsere Entwickler sagen Depth Map, was meinen die denn? Hier ist es so, dass sie tatsächlich dasselbe meinen, dieselbe Depth Map. Trotzdem machen wir Unterschiedliches damit und deswegen ist es sinnvoll, unterschiedliche Modelle davon zu bauen. Aber wenn man genau hinguckt, könnte man auch sagen, naja, das, was der Kartographer sagt, wenn er über eine Depth Map redet, ist eigentlich ein leeres Stück Papier, wo er Kontolines und sowas einsehen kann und Depth Numbers einzeichnen kann. Während der Navigating Officer, der redet von einer Depth Map, die schon fertig ist in dem Sinne. Ne, da ändert er keine Kontolines und Depths mehr dran. Die sind da drauf. Was er damit macht, ist Manöver simulieren. Also man macht mit demselben Ding was Unterschiedliches. Und diese feinen Unterschiede in der Sprache rauszukitzeln, um damit die Kontextgrenzen zu finden, das ist unsere Aufgabe im Collaborative Mod. Zum Beispiel hier mit dem Domain Studies. Von Nikolai kommt noch die Frage, die Depth Map wird nur in einem Kontext erzeugt. Ist das ein generelles Pattern, dass jedes Objekt nur an einer Stelle erzeugt werden sollte? Das ist ein Pattern, was regelmäßig vorkommt, dass ein Ding, so ein Arbeitsgegenstand, nur in einem Kontext erzeugt wird und dann rübergeschickt wird in andere. Aber das ist nicht immer so. Es kann auch Gründe geben, die dafür sprechen, dass es in verschiedenen Kontexten erzeugt wird. Und das ist auch in Ordnung. Dann wird es natürlich noch spannender, wie geht man mit den Zustandsänderungen um? Wie kriegt man es hin, dass die Seiten synchron gehalten werden? Und da sind wir dann im Bereich, wo wir vielleicht mit Eventual Consistency leben wollen. Okay. Jetzt habe ich zum Abschluss noch einen wichtigen Punkt. Wir haben eben gesehen, diese Sprache ist ja so ein Ding, eben DepthMap. Was heißt denn das jetzt eigentlich im Zusammenhang mit dem Bounded Context? Und wir sagen, wir wollen die gleichen Worte überall verwenden, wir wollen die gleiche Ubiquitous Language verwenden. Aber es gilt eben auch, wie der Wittgenstein, die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Es ist so, dass jeder Bounded Context seinen eigenen Dialekt von unserer Ubiquitous Language hat. Und deswegen passieren dann gerne solche Dinge wie hier. Also wir haben hier wieder die Tiefenmessung und die Manöverplanung. Und jetzt sehen wir hier das Wort Tiefenzahl, also Depth Number, taucht auf beiden Seiten auf. Und wenn wir genauer hingucken, dann werden wir sehen, die Definition ist ein bisschen eine andere. In der Tiefenmessung, da ist die Tiefenzahl die per Echolot gemessene Tiefe bei normal 0, weil wir eine normalisierte Darstellung machen wollen für die Depth Map. In der Manöverplanung, da ist die Tiefenzahl die Tiefe an einem bestimmten Ort unter Berücksichtigung von Ebbe und Flut. Denn wenn wir das Manöver durchführen, wollen wir wissen, wie viel Wasser haben wir denn wirklich unter dem Flut. Gleiches Wort meint auch was Ähnliches, aber doch ein bisschen was Unterschiedliches. Ubiquitous Language hat also Dialekte und diese Dialekte, die machen die Bounded Context aus. Und das ist interessant. Okay, also Strategic Design, DDD im Großen, Ubiquitous Language, DDD im Kleinen, taktisches Design, DDD im Kleinen, Ubiquitous Language, diese Vorstellung von der gemeinsamen Sprache. Spannende Themen, wo es noch viel mehr auch zu sagen gibt. Leider haben wir nicht mehr die Zeit, um hier uns noch weitere Themen anzugehen. Die grundsätzlichen Dinge habe ich euch erzählt. Wenn ihr draufschauen wollt, wie man das jetzt benutzt, um den Monolithen zu zerlegen, insbesondere dieses letzte strategische Design, dann lade ich euch herzlich ein. Ich gebe nachher noch einen weiteren Talk zu dem Thema. Okay, aber jetzt bleibt mir nur vor allen Dingen zum Schluss zu kommen. Natürlich noch ein bisschen Werbung zu machen. Ich habe gesagt, Domain Storytelling, das Buch,
Das müsst ihr euch jetzt kaufen. Das ist jetzt das Must-Read, wenn euch der Vortrag gefallen hat. Außerdem möchte ich aber Werbung machen für was Gutes. Und insofern geht mal wieder Blut spenden. Euer Blut wird nämlich gerade jetzt in der Pandemie gebraucht. Und damit bin ich fast am Ende. Ich sage Dankeschön. Happy End, das war's. Und ich bin gerne noch hier im Chat oder auch im Ton für weitere Fragen offen. Und erstmal vielen Dank. Das ist jetzt der Moment, wo ihr das Klatsch-Emoji verwenden könnt. Super. Genau, Nils, bei dir im Hintergrund höre ich auch ein bisschen was. Ja, vielen Dank, Henning, für den tollen Talk. Haben wir Fragen hier im Raum? Ich sehe keine erhobene Hand, doch eine. Einen Moment. Ja, hallo. Vielen Dank für den Vortrag. Bei uns im Team, wir haben immer das Problem, die Fachsprache ist Deutsch und dann kommen aber doch die technischen Begriffe dazu irgendwie. Also dann hat man irgendwie, dass man etwas Deutsches serialisiert oder also man hat dann so zusammengesetzte Wörter halt und dann schwappe ich dann doch wieder zum Englischen irgendwie, weil es mich dann zerlegt und was macht ihr denn da halt? Hey. Ja. Genau, also mir geht das auch so. Das ist eine generelle Entwicklerkrankheit, Sprachpurismus. Und wir sind eben 0-1-Menschen. Wir sind digitale Menschen. Wir wollen schwarz-weiße Antworten haben. Und wir wollen sagen, naja, welche Sprache nehmen wir denn nun im Code? Ist es Deutsch oder ist es Englisch? Wir wollen das nicht vermischen. Und es fängt an mit den Schlüsselwörtern. Ah, die sind auf Englisch. Na, dann ist es auch doof, wenn ich hier Public Class Pipeline schreibe. Nervt das nicht total. Und dann fängt es an eben, jetzt realisieren wir was und dann kommen technische Sachen dazu und dann gibt es den Pipeline Service und das Pipeline Repository und den Pipeline Mapper und solche Sachen. Und da rollen sich einem die Fußnägel auf. Und das ist der Moment, wo man Abstand zu sich selbst nehmen muss und sich klar machen muss, hey, es geht nicht um mich, es geht nicht darum, dass mein Sprachpurismus befriedigt wird, sondern es geht um was anderes. Es geht darum, dass wir eben Software bauen für unsere Anwender, dass wir das Leben von unseren Anwendern leichter machen, besser machen. Und das passiert dann, wenn die Software in einem Zustand ist, wo sie leicht gewartet werden kann. Und dabei hilft Ubiquitous Language ungemein. Es hilft ungemein, wenn ich Worte verwende im Code, die mein Fachbereich verwenden kann. Das heißt nämlich auch, dass ich als Entwickler, wenn ich an ein Stück Code rangehe, was ich vorher noch nicht kannte, wo ich ein Wort finde, was ich vorher noch nicht kannte, dass ich mit diesem Wort zu meinem Fachbereich gehen kann und sagen kann, hey, Pipeline, ich habe das noch nie gehört, erklär mir mal, was ist das? Und wenn ich dann ein Wort habe, was DepthMap heißt, aber mein deutscher Anwender weiß nicht, was ein DepthMap ist, dann sagt er, keine Ahnung. Und das wollen wir nicht haben. Deswegen ist es wichtiger, eine Sprache zu haben, die alle verstehen, als eine saubere Sprache zu haben. Das ist auch der Grund, warum unsere natürlichen Sprachen alle so schmutzig sind. Also, wenn man sich das Deutsche anguckt, da haben wir ja auch alle möglichen Fremdwörter drin, um was beschreiben zu können. Und verwenden eben hässliches Englisch und so. Aber es geht hier nicht um Sprachpurismus, sondern es geht um Verständlichkeit in dem Ganzen. Okay. Ja, ich glaube, das hast du sehr gut beantwortet. Keine weitere Nachfrage. Gibt es noch andere Fragen im Raum? Im Chat hattest du auch schon alles beantwortet, wie ich es gesehen habe. Im Chat ist noch eine Frage von Nikolai. Woran erkennt man, dass im Domain Storytelling etwas zusammengehört? Ich habe ja vorhin diese Story gezeigt aus dem Hafen. Und habe dann gesagt, hier die Schritte 1, 2, 3, 4, 5, die gehören zusammen und die anderen Schritte gehören zusammen. Die Frage, die man da stellen sollte, ist, was denkt der Anwender, was denkt der Fachexperte, was zusammengehört? Das ist eine Sache, wo wir da sind, das wollen wir gemeinsam mit dem Fachbereich rauskitzeln, aber es ist nicht etwas, was wir da reinschneiden, sondern es ist etwas, was wir finden. Subdomänen ist was, was man vorfindet. Das ist eine Einteilung, die in der Fachlichkeit da ist. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, den Fachbereich bis dahin zu begleiten, dass er uns sagen kann, hey, hier sind unterschiedliche Subdomänen, hier sind unterschiedliche Teilbereiche. Und da ist dann die Frage, die wir fragen, ist nach eurem Gefühl, welche Schritte gehören zusammen, welche Schritte formen einen gemeinsamen Bereich. Das ist eine Technik, gibt aber noch einen ganzen Zoo, den man da aufmachen kann. Also generell, Kontextschnitt ist die Königsdisziplin in DDD. Da gibt es diverse Heuristiken. DDDheuristics.com ist eine Webseite, die ich da nochmal zum Weiterlesen, zur weiteren Literatur empfehlen kann. Okay, dann bleibt mir nur noch übrig, nochmal Danke zu sagen an dich, Henning. Henning, sorry.
und hier auch ans Publikum. Und ich hoffe, jeder hat, und auch natürlich auch bei Soapcard. Und ich hoffe, ihr habt jetzt eine gute Mittagspause und wir sehen uns danach. Wieder mit Henning. Alles klar. Guten Appetit. Ciao.